Hallo, ich habe dieses sehr, sehr gute Buch gelesen von Raphael Bonelli, Bauchgefühle. Ich habe das mit sehr großer Spannung erwartet, habe gewusst, dass das ja kommt, das Buch, und habe es jetzt auch gelesen. Und ich bin natürlich sehr angetan von diesem Buch, und das hat mich an etwas ganz, ganz Wichtiges erinnert. Der Raphael Bonelli erwähnt es auch in seinem Buch. Es gehört aber natürlich zu seinem Fachgebiet, dass er das auch psychologisch sehr tief beleuchtet. Was ich euch dazu sagen möchte, ist eine Beobachtung, die ich seit Jahren mache, und zwar, dass diese Idee, dass die Gefühle so wichtig sind, fast alles dominiert. Also man hat heute das Gefühl, man sei ein Mann oder eine Frau oder irgendetwas dazwischen. Man hat das Gefühl, man wird diskriminiert. Man hat das Gefühl, man wird missverstanden. Man hat das Gefühl, im Recht zu sein und der andere ist im Unrecht und alle diese Dinge. Also das Gefühl ist heutzutage so wichtig geworden, dass es fast auch die ganze politische Debatte dominiert. Auch der berühmte Satz, Hass ist keine Meinung, haben Sie sicher schon gehört. Man könnte auch sagen, Liebe ist keine Meinung, aber das sagt niemand, obwohl es zwei Gefühle sind. Hass und Liebe sind Gefühle. Aber das eine ist anscheinend verboten, Hass, und Liebe ist so alles. Aber beides wird mit Gefühl assoziiert. Warum ist das so? Ich glaube, es gibt ein ganz großes Missverständnis, und zwar gerade in Bezug auf die Liebe. Liebe ist kein Gefühl. Liebe löst ganz verschiedene Gefühle aus. Liebe sozusagen ist eine Klammer zwischen den Menschen. Liebe ist etwas, worin wir sind. Der Mensch ist in der Liebe und das Gefühl ist im Menschen. Also das ist sozusagen kleiner, ja? Also man kann eigentlich sagen, ich habe Gefühle, aber die Liebe hat mich. Und das ist ein ganz wichtige Feststellung. Beziehungen zwischen Menschen sind etwas, was mich aus mir herausholt. Der katholische Theologe Romano Guardini spricht vom sich herausholen lassen, wenn es um die Liebe geht. Es geht also immer darum, wenn es um Beziehungen zwischen Menschen geht, sich herausholen zu lassen aus dem eigenen Ich, aus dem egozentrischen Kreisen, um den eigenen Bauchnabel sozusagen. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, wenn man solche Bücher anschaut, die Bauchgefühle. Das geht eigentlich überhaupt um eine Kritik an dieser unglaublich dominanten, fast dogmatischen Wahrheit von heute, dass das Gefühl wahnsinnig wichtig ist. Natürlich, es gibt sozusagen ein Koordinatensystem. Wenn ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe, ist es wahrscheinlich auch ein Hinweis auf eine Realität, die mir nicht gut tun wird in Zukunft. Das kann schon sein. Und umgekehrt, wenn es positiv ist, positiv. Das ist alles wahr. Aber entscheidend ist zu wissen, dass die eigentlichen Dinge, die den Menschen zum Wachstum bringen, der Mensch wächst aus Beziehungen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und wachsen aus Beziehungen kann ich nur, wenn ich mich aus mir herausziehen lasse. Darum das nächste Mal, ganz, ganz wichtig, wenn Sie einen Film schauen oder eine Filmserie oder ein schönes romantisches Buch lesen, achten Sie mal darauf, wie viele Menschen in diesem fiktiven Kontext vorkommen, die sich wahnsinnig von ihren Gefühlen leiten lassen und dann sehr einen hohen Preis oft dafür zahlen, dass sie eben scheitern dann an der Wirklichkeit. Weil die Wirklichkeit ist eben größer als wir alle. Und bei der Liebe ist es so, es löst verschiedene Gefühle aus. Es kann auch negative auslösen. Ich kann zum Beispiel meinem Kind oder meinem Freund sagen, du musst jetzt dahin gehen, und damit ist sie dann von mir getrennt, diese Person. Löst in mir kein tolles Gefühl aus, aber kann für die Person, eine Reise zum Beispiel, wichtig sein. Ein Aufenthalt in einem anderen Land wichtig sein, damit mein Kind sozusagen eine andere Sprache lernt. Ich werde es dann vermissen und es ist kein schönes Gefühl, aber für das Kind ist es das Beste. Das Gleiche gilt für die Partnerschaft. Oft muss der Partner, soll der Partner Dinge tun, irgendwo hingehen, ohne den anderen, was für den Partner wichtig ist und ihm auch gut tut. Und dann, ja, fühlt man sich vielleicht nicht ganz besonders toll, aber es ist wichtig, dass das dann möglich ist. Also Gefühle sind eben nicht Hinweis auf die Wirklichkeit. Es ist sozusagen die Wirklichkeit, die ganz verschiedene Gefühle auslöst. Das gilt vor allem, ganz vor allem für die Liebe. Deswegen, ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Ich habe es mit großem Erkenntnisgewinn für mich auch gelesen. Und es hat mich wirklich daran erinnert, dass die heutige Zeit wirklich sozusagen schon betrunken ist von Gefühlen. Und ja, ich gehe auch gerne ins Kino und gucke mir auch gerne Filme an und habe auch gerne den Gefühlsflash nachher, ob es Spannung ist, Thriller, Liebe, Romantik, Erotik, was auch immer. Das ist ja dann richtig toll. Auch wenn man Musik hört, gute,
ist man dann im Gefühlsrausch. Das ist alles schön und gut, aber das darf man nicht verwechseln mit dem Eigentlichen, mit der Wirklichkeit, mit dem Wachstum, mit dem aus sich herausgehen können. Weil das bringt Reife, das bringt echte, tiefe Beziehungen und dann hat man auch die Gefühle dazu, unangenehme, angenehme, aber wichtig ist das. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Vielleicht das als Schlusswort noch, weil ich glaube auch, viele Menschen trennen sich, viele Beziehungen gehen in die Brüche, weil die Gefühle nicht mehr passen. Aber Gefühle können sich ändern. Gefühle passen manchmal auch ganz nicht mehr, aber es ist trotzdem die Liebe. Es ist trotzdem die Liebe. Wenn ich Sorge habe um ein Kind, das mir große Sorgen macht, dann habe ich trotzdem dieses Kind gern und ich liebe es, aber es löst in mir vielleicht zum Teil sehr unangenehme Gefühle aus. Das heißt nicht, dass die Liebe nicht mehr da ist. So ist es auch mit dem Partner. Also achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihre Partnerschaft und machen Sie nicht alles abhängig von Gefühlen.